Hallihallo, Hallöchen, ich bin wieder LS19, Landwirtschaftssimulator 2019 auf der PlayStation 4 auf der Karte Mühlenkreis Mittelland. Wir ernten gerade Sojabohnen und ja, es ist schon ziemlich dunkel geworden. Wir werden gleich mal hier für heute die Arbeiten einstellen und am nächsten Tag weitermachen. Ich glaube, ich dresche gerade hier hoch. Genau, dann werden wir am nächsten Tag weitermachen. Die Abrissarbeiten sind fertig auf dem Hof. Am Morgen quasi sollen die Arbeiter wieder kommen und die erste Gebäude soll gestellt werden. Also wir sind gespannt. Ich werde jetzt hier hochfahren, den Drescher abstellen, dann geht's nach Hause zum Hof, da werden wir eine Runde pennen und ja, zum Hund müssen wir noch schauen, genau. Zoe müssen wir noch füttern und gucken, was die Schafe machen, was die Hühner machen. Dann geht's am nächsten Morgen wieder hierher. Wir werden die Arbeiten veranlassen, die Drescharbeiten weitermachen lassen. Wir haben 169.000 auf dem Konto. Wir haben noch mal 20.000 von der Bank geholt. Die haben uns jetzt aber gesagt, mehr gibt's nicht. Mehr kriegen wir definitiv nicht von der Bank. Haben auch fast 3 Millionen noch zum Zurückzahlen. Aber das ist ein anderes Thema. Mittlerweile gibt es auch einen Seasons Mod für die Konsole. Bin ich jetzt am überlegen, ob ich hier vielleicht doch mit Jahreszeiten spielen möchte. Ich meine, von den Maschinen her und von den Feldern her könnte man das jetzt riskieren, könnte man das machen. Die Karte wäre Seasons Ready und ja, vielleicht machen wir das einfach. Ihr könnt es ja noch in den Kommentaren schreiben. Das würde uns auf jeden Fall die Hektik auf dem Feld ersparen. Hätte ich fast das Gefühl, mit den Feldern, was wir jetzt haben. Heißt das Unkrautbekämpfung, heißt das Düngen und so weiter. Jetzt ist es ja so, damit wir da wirklich schauen müssen, wie weit ist welches Feld. Nachher wird es so sein, damit alle Felder etwa fast gleich weit sind und wir da gar nicht so Stress bekommen. Für die Feldarbeit, denke ich mal. Haben dann natürlich aber auch nicht so oft was zum Ernten. So, ich würde sagen, wir machen das Ding hier mal aus. Ich weiß gar nicht, ob ich den Korntank... Der ist zu voll, den kann ich nicht schließen. Gut, der Hof ist eigentlich ziemlich leer. BGA läuft, ich habe noch ein zweites Silo gesetzt gehabt das letzte Mal. Das ist aber auch noch leer. Gras ist hoch, wir werden auf jeden Fall demnächst mal dann Grassilage machen, wenn wir abgeerntet haben, unsere Felder. So, hier steht mein Pickup. So, ich habe das ganze Equipment hier rüber gestellt. Jetzt haben wir hier Platz. Oder die Bauarbeiter haben da Platz, um am nächsten Tag hier loszulegen und da ordentlich was hinzustellen. So, da liegt noch Stroh, da können wir auch noch Stroh pressen. Also Arbeit haben wir. Und ich bin ganz zuversichtlich, damit es hier einen schönen Hof gibt.
So, irgendwo muss das doch hier sein. Sehr spärlich beleuchtet, fällt mir dann erst auf, wenn ich abends spiele. Hier wäre eigentlich ein Lichtschalter. So, dann wäre da Licht. So, hier noch dein Futter. Und ich gehe ins Haus. Ich glaube, im Haus ist auch kein Licht. Vielleicht reiße ich die Bude auch ab und stelle mir was anderes hin. Lichtschalter konnte ich mir nicht leisten, aber es steht überall Bier rum. So, ich würde mal sagen, 12 Stunden, das reicht. Einnahmen BGA. Decken fast die Ausnahmen, Ausgaben. So. Alles klar. So. So, hier komm. Gehen wir mal bei die Schafe schauen. Oh, die Hühner haben mal Eier gelegt. Na, das ja mal. Ja, aber du wirst ja die Eier nicht anpicken hier, hä? Fräulein. Und die Schafe, die haben mal Wolle produziert. Sehr schön. Oh, kein Platz mehr. Verstehe. Das ist jetzt blöd. Kann ich denn jetzt da Platz machen? Ich habe noch gar nichts zum Aufladen hier. Da kommt alles erst noch. So, geh mal da weg, Hund. Ah. Muss da mal ein bisschen tricksen. So, haben wir jetzt wieder Platz. Also hier gibt es auch noch einen Scheinwerfer, wenn ich das richtig sehe, für außen. Ach, da wäre der ganze Stall beleuchtet gewesen. Also Licht hätten wir. Einfach so noch eine Hoflampe, wenn wir hier im Dunkeln hinfahren, das wäre noch was. Und das Haus ist eigentlich viel zu groß für mich, habe ich manchmal das Gefühl. Mal gucken, ob wir da noch was anderes finden. Jetzt aber erstmal zu unserem Lohnunternehmen. So, mittlerweile ist 8 Uhr. Sollte eigentlich trocken genug sein, damit wir da weiter dreschen können. So, der Hund hat mir eine SMS geschrieben, er ist dann wieder in der Hundehütte. Meine Güte, der Raps ist aber auch gewachsen über Nacht. So, das sollte eigentlich gut sein, da habe ich noch Unkrautbekämpfung gemacht. Der Raps blüht. Sehr schön. So, na denn. Weiter geht's. Ach komm, wir bunkern gleich mal hier ab. Dann kann er da ein bisschen
machen. Umsonst habe ich ja die Anhänger hier nicht hingestellt. So, danach geht es weiter mit dem Hofumbau. So, das läuft. So, und die Arbeiter sind schon da. Wir werden mal gucken. Ich habe schon mal im Vorfeld geschaut, wie ich was erstellen möchte. Und habe da ein, zwei Ideen. Ob das natürlich euch auch gefällt, das weiß ich natürlich nicht. Ich fange mal an. Halle. Eine Halle habe ich mir ausgesucht. Und zwar habe ich mir ausgesucht diese Halle. Maschinenhalle 18 mal 30 Meter. Die passt nämlich hier schön hin. Die soll dort stehen, habe ich mir so überlegt. Okay, werden wir mal platzieren. So, die Halle steht. Einfache Halle. Wir können hier die Tore aufmachen. Da auf der Ecke Tore montieren lassen, damit wir da reinfahren können. Schön. Wir haben hier zwei große Tore. Und hier natürlich auch. Perfekt. So, wir haben Beleuchtung drin. Sieht auch gut aus. Ich weiß gar nicht, außen haben wir außen auch Beleuchtung. Außen haben wir nichts. Da müssen wir noch was machen. Also, die erste Halle steht. Ich finde es ganz cool. Ich weiß zwar nicht, warum wir überall einen Baustromkasten haben müssen. Das ist ein Baustromkasten, liebe Modder. Ich spreche aus Erfahrung. Ich bin Elektriker. Genau. Normalerweise ist da ein Festanschluss dran. Hier fest angeschlossen. Irgendwo habe ich doch hier irgendwas gesehen. Da oben hängen auch noch die Kabel rum. Also von der Halle her können wir da eigentlich Geräte reinstellen, Traktoren und so weiter. Habe ich mir gedacht. Ich will hier hinten auch noch eine Halle hinstellen. Und da kommt eine bekannte Halle hin. Und dann haben wir meiner Meinung nach eigentlich eigentlich genug. Ich würde jetzt hier noch eine Leimbinderhalle hinstellen. So, da kommen wir da noch schön vorbei. Wir haben hier noch eine extra Halle, eine moderne Leimbinderhalle und haben immer noch genug Platz für alles. So. Jawohl. Machen wir. Perfekt. So. Leimbinderhalle steht auch. Da können wir auch einen Haufen Equipment reinstellen. Ist jetzt bloß die kleine. Aber ich würde sagen, das passt schon. So. Hat natürlich auch Licht. Super. Brauchen wir nachher bloß mal auf dem Hof noch ein bisschen. So. Hier ist jetzt noch ein Haufen Platz. Hier beim Wasseranschluss würde ich noch einen Kercher kaufen. Gibt es bei Diverses. Wir machen keinen Waschplatz mehr. Wir machen jetzt hier einen Kercher hin. Wir können aber jetzt von oben mal gucken, wie es aussieht. Leimbinderhalle sieht fast größer aus wie die Halle. Ist natürlich ein bisschen tiefer. Da können wir was reinstellen ordentlich. Silos. Jetzt brauchen wir nur noch ein Silo für unsere... So, jetzt kriege ich den nicht mal dahin oder was? Der will da gar nicht hin beim Anschluss, beim... Wieso nicht? Komm schon, das wäre jetzt natürlich top gewesen, wenn hier jetzt... kann ich ihn noch erst da hinten hinstellen.
Okay, vielleicht warte ich gerade noch mit dem Kercher, das passt mir noch nicht so richtig. So, dann habe ich überlegt, hier ist ja dann noch ein bisschen Platz. Und eventuell kommt hier dann auch das Silo hin. Das Getreidesilo. So, aber dafür reicht das Geld noch nicht. Das kostet nämlich 120.000, obwohl das ja so gar nicht so schlecht aussieht hier mit dem Geld. Jo, jetzt können wir eigentlich hier anfangen, Gerät wieder reinzuräumen. Obwohl ich gerne erstmal noch ein bisschen Geld hätte und das fertig machen würde. Wir können ja mal gucken. Das Silo. Das wäre das da. Kostet 120.000. Vielleicht kriege ich ja gerade noch mal 7.000 fehlen bloß. Das ist ja nicht so viel. Okay, konnte mir noch was leihen. Wir haben ja wieder was zurückgezahlt und das, was ich zurückzahle, kann ich auch gleich wieder mal leihen. So. Das würde so aussehen. Ja, jetzt ist schon die Frage, wo stellen wir es am schlauesten hin? Wir haben da einen Abkipptrigger. Das sieht recht klein aus, das Silo, muss ich sagen. Im Gegensatz zu das, was wir vorher hatten. Meiner Meinung nach hätte ich das jetzt dahin gemacht. Aber da habe ich jetzt schon. Irgendwie passt mir das noch nicht so richtig. Das sieht auch speziell aus. Das muss auch zum Durchfahren sein, ansonsten bringt das gar nichts. Aber da ist es ein bisschen fehl am Platz. Nein, das passt mir auch nicht. Also eigentlich war ich voll auf dem hier. 200.000 Liter passen da rein. Aber irgendwie finde ich jetzt da gar nicht so auf dem ersten Mal hier den richtigen Platz. Ich glaube, wir lassen das gerade noch sein, bevor wir da irgendeinen Quatsch machen. Der Drescher wird dann mal zum Abbunkern sein. Also, ich finde es jetzt so nicht schlecht. Hier werden wir noch ein bisschen die Texturen bearbeiten. Wir können jetzt hier mal gucken. Mal so ein Trecker nehmen. Ja, Leimbinderhalle kennen wir ja. Das ist eigentlich nichts Neues. Da passt doch ordentlich was rein. Also, die beiden Hallen sollten jetzt theoretisch reichen für das Equipment. Wir können jetzt hier
das Ding hier vollhauen, würde ich sagen. Das hier alles abstellen, damit es vernünftig irgendwo steht. So zum Beispiel, das passt schon ganz gut dahin. Und man kann hier immer noch gut rein und raus fahren. Jetzt können wir das ganze Equipment dort reinmachen. In die Beinhallen. So, und vielleicht kommt mir noch eine gute Idee und es wird dann noch ganz anders, wie ich jetzt eigentlich überlegt habe. Ich habe nämlich mir ist gerade wieder was eingefallen, aber das können wir heute noch nicht umsetzen. Jedenfalls nicht so schnell. Also ich finde die Halle hier gar nicht schlecht. Also jetzt schon zwei Geräte reingestellt, jetzt recht kleine, aber das funktioniert schon mal ganz gut. So, haben wir da noch irgendwie Gülletechnik. Gülletechnik. Ja, Gülletechnik haben wir, steht daneben, ich meine Düngetechnik. Gülle ist auch, kann man auch als zum Düngen nehmen, genau. So, jetzt muss man gucken, wie ich das mache am besten. Also eigentlich muss ich das so, sag ich mal, hier rückwärts reinschieben, dann funktioniert's, abstellen, fertig. Und habe jetzt aber immer noch Platz, um da durchzufahren. Hier auf der Wand können wir dann längeres Zeug hinstellen, hier vorne ein bisschen kürzer, damit wir uns das Tor nicht zubauen. Das sieht doch ganz gut aus. Sowas wie hier, das kann alles da rein. So ist es eigentlich auch geplant, damit wir das Zeug im Trocknen haben. Das Einzige, was nachher wahrscheinlich draußen stehen wird, sind die größeren Anhänger, die Drehschemel oder so. So, Wickelmaschine. Jetzt holen wir mal die Presse. So, ich würde sagen, der Mähdrescher kommt nachher in die Leimbinderhalle. Der passt da gut rein. Die Traktoren natürlich auch. Obwohl da auch noch Platz ist hier. Sieht gut aus. Mir gefällt's. So, jetzt holen wir mal den Schwader. Mal gucken, ob wir da höhentechnisch Probleme bekommen oder ob das da auch reinpasst.
Okay, der geht von der Höhe da nicht rein. Da müsste der eigentlich in die Leimbinderhalle reinpassen. Das ist natürlich auch immer so ein Kriterium. Die Höhe ist meistens noch das Problem. So, der lenkt da hinten noch ein bisschen mit, ist noch ein bisschen schwierig manchmal. So, jetzt hör auf mitzulenken. Perfekt, passt noch ein Trecker davor, können wir so lassen. So, das stelle ich mal hier hin. Das nimmt ja kaum Platz weg. Oh. Wow. Okay, vielleicht mache ich das. Einfach so. Dann bohrt es sich da nicht im Boden und mein Trecker springt auch nicht rum. So, und das mit dem Tor hier auf der Ecke ist natürlich ganz genial gemacht. So, das meiste ist schon untergestellt. Meine Güte. Hätte ich jetzt nicht gedacht, damit es so gut läuft. So, jetzt muss man gucken, ob das große Fass auch Platz hat da drin oder ob das blöd ist. So, von der Höhe her sollte es reinpassen. Von der Länge her weiß ich noch nicht. Stückchen geht noch.
Passt. Super. Das ist auch drin. So, ich sag, die riesen Silos, die haben schon einen Haufen Platz weggenommen auf dem Hof. Gefüllt hatten wir sie eh nie. Weiß nicht, ob ich das da reinstellen soll. Das nimmt natürlich auch einen Haufen Platz weg. So. Jetzt ist hier auf dem Abstellplatz für die Anhänger recht viel Platz frei geworden. So, den würde ich hier daneben stellen. Okay, das wäre es erstmal. Die Geräte stehen drin. Jetzt fehlt uns noch das Silo, Getreidesilo. Sonst haben wir eigentlich alles. Hier brauchen wir noch einen Haufen Platz, wo wir noch was hinstellen können. Falls noch was draußen stehen bleiben kann, muss. Also ich finde es cool. Wie findet ihr es? Schreibt es noch in die Kommentare. Ich bin gespannt. Und ja, verabschiede mich jetzt hier. Ich sag. Eigentlich wollte ich ja da auf die Mauer drauf, ey. So. Ich sag danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.